Okay, wir stehen jetzt hier wieder mit Markus. Wir sind gewechselt vom DJ-Bereich in den Lichtbereich und stehen hier vom FutureLight DMH 1 LED. DMH steht für Dioden Moving Head. So ist es ganz genau. Was macht das Ding ganz genau? Ja, also um das nochmal aufzugreifen, brandneu hier jetzt bei uns auf der Messe, in der aktuell von der Soundcheck getestet worden, für sehr gut befunden. Und zwar hier, was ganz Besonderes, haben wir ein Moving Head, der im Endeffekt eine 20 Watt Leuchtdiode hat, in weiß, aber eine Helligkeit erreicht wie ein normaler 150 Watt Entladungslampenspot. Hintergrund ist eine Wahnsinnsoptik, die wirklich professionell ist und keine Wünsche offen lässt. Wir haben in diesem Fall beim DMH1 noch einen manuellen Fokus, der beim DMH2 mit einem Prisma und einem automatischen Fokus. Also der DMH2 ist der Nachfolger, ne? Beziehungsweise kein Nachfolger, sondern einfach eine, mit einer erweiterten Ausstattung, um auch wirklich die letzten Kritiker zu überzeugen und die perfekte Ausstattungspalette zu bieten. Ganz kurz zur Ausstattung noch. Wir haben ein Goborad mit 7 rotierenden Gobos und ein Farbrad. Das heißt, diese LED hat so ein breites Spektrum, wir können sogar Ultraviolett damit darstellen. Also es geht über das ganze Spektrum und die Vorzüge sind natürlich vollkommen klar. Wir haben einen Gesamtanschlusswert von knapp 100 Watt. Das heißt, wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen. Wie viel kann ich auf eine Phase hängen? 36 Stück wäre in der Regel kein Problem. Was man sagen kann auch, weil das sieht man jetzt vielleicht im Video auch nicht so gut, die Gobos, die sind wirklich, wirklich sehr gut auf das Leuchtmittel auch abgestimmt. Das kommt alles sehr, sehr schön und deutlich rüber. Also wenn man das selber daheim mal an die Wand wirft oder je nachdem, wo man das halt verwendet, dann ist man schon sehr, sehr beeindruckt von dem, was da abgebildet wird. Ganz genau so ist es. Zu sehen natürlich auch auf unseren anderen YouTube-Videos bzw. Artikel-Videos, die wir natürlich immer online stellen. Einfach mal reinschauen, wirklich ein klasse Gerät, preislich sehr attraktiv und ich denke auch, wie der Michael schon erwähnt hat, die Gobos sind wirklich keine alten Schinken. Wir haben da komplett neue Gobos verbaut, die auch wirklich zugeschnitten auf LED sind und die Leuchtkraft nicht einschränken, sondern eigentlich noch fast mehr zur Geltung bringen. Die extrem scharfe Projektion tut ihr Übriges. Haut rein. Ja, kann ich nichts hinzufügen. Haut rein. Okay, wir wollen euch heute nochmal kurz zusammenfassen, was wir hier an Moving Heads am Stand stehen haben. Bereits letztes Jahr habe ich ja vorgestellt den i108. Wir haben uns jetzt entschieden, bei der Serienlieferung auf das WDMX-Modul zu verzichten. Es ist möglich, es optional nachzurüsten. Wir haben es am Lager und Einstellungen bzw. Anschlüsse und so weiter sind vorgesehen. Also man kann es problemlos einbauen und nachträglich noch benutzen. Des Weiteren verfügt er, wie bereits erwähnt, über 108 RGBW 3 Watt LEDs von der Firma Luxeon und sind also sehr helle LEDs, wirklich ein sehr interessantes Gerät. Neu haben wir jetzt den großen Bruder des i54, das ist der i90, nicht mit TC-LEDs, sondern mit 90 x 1 Watt RGB LEDs. Er ist also vom Gehäuse her dem i54 angepasst, nur etwas größer. Ist also die etwas preiswertere Variante zum i108.
Hallo, ich bin der Markus. Ich stelle euch heute das Omnitronic In-Ear Monitoring System vor. Wir sehen es hier, bestehend aus Empfänger, Sender, im praktischen Koffer geliefert. Es ist ein sehr schönes System. Kopfhörer sind beim Empfänger sogar dabei. Das heißt, einkaufen, auspacken, loslegen. Verwendbar natürlich für alle Anwendungsbereiche des Monitorings. Im Studio, auf der Bühne, ganz egal. Mitgeliefert im Set wird natürlich das Netzteil, Anschlusskabel und 19 Zoll Einbauzubehör. Wir haben 16 Kanäle zur Verfügung. Das heißt auch, ein störungsfreier Betrieb ist gewährleistet und natürlich kann ich auch gleichzeitig mehrere Systeme nebeneinander betreiben. Die Besonderheit hier ist, eventuell zu erwähnen, wir haben ein Stereo-Monitoring, das heißt beim Empfänger zwei Kanaleingänge symmetrisch. Wir können uns auch gleich die Anschlüsse mal näher anschauen. Das Gerät im Detail schauen wir uns jetzt mal an. Die Sendereinheit in der gebürsteten Aluminiumfrontplatte hat natürlich, wie ich bereits erwähnte, auf der Rückseite die zwei symmetrischen Eingänge, links-rechts natürlich. Auf der Frontseite habe ich meinen Output-Level natürlich und den Input-Gain, ganz wichtig für verzerrungsfreie Signale und natürlich den Monitorabgriff zum direkt ranhören. Kommen wir zum Bodypack. Die Empfangseinheit hat natürlich hier oben den Kopfhöreranschluss, Ein- und Ausschalter inklusive Lautstärkeregelung und natürlich der optionale Gürtelclip. Schön auf der Frontseite das beleuchtete Display und natürlich berührungssicher unter der Batterieklappe versteckt die Kanalwahl, ganz wichtig. So, wie bereits erwähnt, die Kopfhörer im In-Ear sehr praktisch, ergonomisch geformt und ausreichende Kabellänge, um es auch überall am Körper befestigen zu können. Um noch mal ganz kurz auf die Ausstattungsvariante, in diesem Fall mit diesem schicken Koffer, einzugehen. Wir haben hier das Zubehör für die Rackmontage, um die Antenne auch empfangssicher nach vorne zu befestigen und natürlich die Rackwinkel, die ich hier direkt am Gehäuse befestigen kann. Wenn ihr euch für ein gutes In-Ear Monitoring System interessiert, mit dem Spitzenpreis-Leistungsverhältnis werdet ihr hier mit dem SCT 500 von Omnitronic auf jeden Fall fündig. Ihr könnt gerne bei uns direkt vorbeischauen und alles testen oder alle Infos von unserer Homepage holen. Ich grüße euch vom letzten Messetag hier aus Frankfurt. Servus!